Seit 2000 Jahren leben Juden und Christen zusammen. Seit 2000 Jahren sprechen sie miteinander. Hier ist die Ekklesia, die Kirche, die Symbolfigur des Christentums. Auf ihrem Haupt ist eine Krone, ein Symbol der Macht. In ihrer rechten Hand hält sie das Kreuz mit Fahne, ein Symbol des Sieges. In der linken Hand hält sie den Messkelch, Symbol des Christentums. Ihr gegenüber steht die Synagoge, die das Judentum symbolisiert. Ihr Haar ist entblößt, ihre Fahne zerbrochen. Die Gebotstafeln, die sie in der linken Hand trägt, zeigen nach unten. Das ist ein Symbol des Alten Testaments. Und besonders auffällig, ihre verbundenen Augen. Ein Zeichen ihrer Blindheit, ihrer Unfähigkeit, die Wahrheit des Christentums anzuerkennen. Seit 800 Jahren schmücken diese Figuren das Münster von Straßburg, eine der größten und der berühmtesten Kathedralen der Welt. Doch wir finden ähnliche Darstellungen auch auf zahlreichen anderen mittelalterlichen Kirchen. Wofür stehen diese Figuren? Wollen sie uns sagen? Seit 2000 Jahren leben Juden und Christen zusammen. Seit 2000 Jahren sprechen sie miteinander, aber die Synagoge und Ekklesia schweigen, als ob sie einander nichts mehr zu sagen hätten. Und in der Tat, diese Symboldarstellung ist kein Zeichen des Gesprächs. Sie ist das Zeichen des endgültigen Sieges des Christentums über das Judentum, den die christliche Kirche im Mittelalter für sich beanspruchte. Aber mit welchem Recht eigentlich? Über das jüdisch-christliche Gespräch sind Bände über Bände geschrieben worden. Es ist schlicht unmöglich, alles in einem kurzen Referat zu überblicken. Daher will ich mich nur auf einige Aspekte dieses Gesprächs beschränken und nur einige wesentliche Merkmale davon ansprechen. Ich werde mich vor allem auf das Mittelalter und Mitteleuropa beziehen. Das Judentum und das Christentum sind Religionen, die viele Fragen der Weltanschauung miteinander teilen. Wir alle glauben an einen Gott. Wir alle glauben an die Göttlichkeit der Heiligen Schrift, zumindest jenes Teils von ihr, den wir als Tanach und die Christen als das Alte Testament bezeichnen. Wir alle glauben daran, dass die Welt, in der wir leben, keine perfekte Welt ist und daher der göttlichen Erlösung bedarf. Doch es gibt auch Unterschiede. Der größte betrifft natürlich die Person von Jesus aus Nazareth, den die Christen als Christus, also der Gesalbte, bezeichnen und davon überzeugt sind, dass er der von den Propheten Israels angekündigte Messias war. Wir Juden glauben daran, dass der verheißene Messias noch nicht gekommen ist und erwarten täglich seine Ankunft. Doch ist dieser Unterschied wirklich so groß? Für uns, die wir heute leben, hat diese Differenz keine gravierende Bedeutung. Zum einen, weil 2000 Jahre lange genug sind, um zu lernen, miteinander trotz der Unterschiede auszukommen. Und zum anderen, weil die Religion und religiöse Überzeugungen eine wesentlich geringere Rolle in dem Leben der Menschen heute spielen als früher. Kurz gesagt, es kommt für uns nicht besonders viel darauf an, ob nun Jesus der Messias war oder nicht. Wir haben genug andere Probleme. Aber im Mittelalter war das noch anders. Da war die Religion wesentlich präsenter im Leben und ihre Wahrheitsansprüche wurden viel deutlicher gegen andere Wahrheitsansprüche ausgefochten. Das bezieht sich nicht nur auf die Beziehung zwischen dem Judentum und dem Christentum, sondern auch auf die Auseinandersetzung mit dem Islam und natürlich auf die Auseinandersetzungen innerhalb des Christentums selbst. Was das Gespräch mit den Juden angeht, so geht dieses bereits in die allerersten Anfänge ihres Zusammenlebens zurück, als das Christentum noch keine eigenständige Religion, sondern eine der zahlreichen Glaubensrichtungen innerhalb des Judentums war. In dieser Zeit wurden viele Weichen für die Zukunft gelegt. Für die ersten Christen stand die Person von Jesus, mit dem sie ihre Heilshoffnungen verbanden, im Mittelpunkt ihrer Weltanschauung.
Der Großteil der Juden stand dieser Auffassung skeptisch oder ablehnend gegenüber. Sie hatten andere Vorstellungen von dem, was der Messias sein und was er vollbringen soll. Doch in den meisten Punkten standen das Judentum und das Frühchristentum einander noch sehr nahe. Doch gerade diese Nähe war es, welche die Christen dazu aufforderte, die Grenze zwischen ihnen und ihren damals noch nicht ganz ehemaligen Glaubensbrüdern und Glaubensschwestern möglichst scharf zu ziehen. Der deutlichste Bruch geschah, als das Christentum sich für die griechische Sprache als die Sprache ihres Glaubens entschied. Diese Entscheidung für das Griechische entspricht in etwa der Entscheidung eines heutigen Influencers oder Influencerin für das Englische. Mit dem Englischen hat man eine viel größere Chance, ein weit breiteres Publikum zu erreichen. Mit der Entscheidung für das Griechische und mit der ablehnenden Haltung gegenüber vielen strengen Vorschriften des traditionellen Judentums, aber vor allem mit ihren Heilsversprechen, wusste die christliche Religion die Menschen sehr gut zu beeinflussen und für sich zu gewinnen. Das Judentum hingegen behielt seine Treue der hebräischen Sprache als der Sprache der Heiligen Schrift und des Gebets. Die Juden hielten weiterhin an ihren Geboten fest, auch wenn ihre Anzahl und ihre Strenge das Judentum für andere weit weniger attraktiv machte. Das Judentum blieb damit die Religion eines Volkes und hatte sich nicht zum Ziel gesetzt, eine Religion der ganzen Welt zu sein, zumindest so lange nicht, bis der Messias gekommen ist. Das Christentum wollte die Menschen für sich gewinnen und wusste, wie man es am besten macht. Die jüdische Religion aber war nie eine besonders erfolgreiche Influencerin. Doch was die Theorie angeht, konnten die Juden sehr gut mit den Christen mithalten. Und den Christen war sehr viel daran gelegen, das Judentum in seinen Grundlagen zu widerlegen. Was dahinter steckte, war weniger Interesse an der Wahrheit. Gerade die Wahrheit spielte bei dieser Polemik, diesen Streitgesprächen eine recht untergeordnete Rolle. Das Ziel dieser Polemik war zu begründen und zu beweisen, dass das Christentum nicht nur theoretisch eine Vorrangstellung gegenüber dem Judentum hat, sondern dass die Christen dank ihrem Wahrheitsanspruch auch Recht haben, die Juden zu unterdrücken, zu verfolgen und gewaltsam zum Christentum zu bekehren. Perpetua servitus judeorum, die ewige Versklavung der Juden, Versklavung durch die Christen, sollte bei diesen Gesprächen theologisch untermauert werden. Nicht selten griffen die Christen zu öffentlichen Disputationen und auch gerichtlichen oder eher pseudogerichtlichen Verfahren, um die Wahrheit ihrer Position zu beweisen. So wurde im Jahre 1240 in Paris ein Prozess veranstaltet gegen den Talmud, dessen Folge war die Verbrennung zahlreicher jüdischer Handschriften in Paris am 17. Juni des Jahres 1242. Im Jahre 1263 fand eine große Disputation in Barcelona vor dem spanischen König statt, wobei beide Seiten, die Christen und die Juden, den Sieg für sich reklamiert haben. Im spanischen Tortosa dauerte in den Jahren 1413 bis 1414 die Disputation zwischen Christen und Juden ganze 69 Sitzungen lang. Dieser Disputation folgten Zwangstaufen zahlreicher Juden und Verbrennen talmudischer Handschriften. Auch im Heiligen Römischen Reich wurden viele Disputationen durchgeführt. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert haben sie einen neuen Höhepunkt erreicht, wobei nicht selten solche Dispute, Diskussionen als Anlass dienten, die Vertreibung der Juden oder gar ihre Verfolgung zu begründen. So musste in den ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Rabbiner und der Vertreter der deutschen Juden, Rabbi Yossel von Rusheim, von einer Stadt in die andere reisen, um durch sein Auftreten in den Disputationen mit den Christen die Juden vor Ausweisungen zu bewahren. Manchmal ist es ihm gelungen, doch manchmal hatte er keinen Erfolg oder kam zu spät. Traten die beiden Parteien bei solchen Disputationen als gleichberechtigte Gesprächspartner auf? Obwohl manchmal die Christen den Anschein der Objektivität bewahren wollten, waren die Richter, die über den Ausgang des Disputs entschieden, selbst Christen und damit in ihrer Entscheidung voreingenommen.
Im Grunde war kein Ausgang des Streits für die Juden wünschenswert. Der Sieg der Christen bedeutete für sie die unmittelbare Gefahr der Verfolgung, Vertreibung und Zwangstaufe. Doch auch wenn die Juden offensichtlich die besseren Argumente hatten, liefen sie die Gefahr, den Zorn der Christen auf sich zu ziehen. Im 14. Jahrhundert warnte der italienische Autor Salomon de Rossi seine Leser vor jeglichen Religionsdisputen mit den Christen, denn, wie er schreibt, im günstigsten Falle, wenn der Jude gar seinen Gegner überzeugt hätte, würde doch nur Ärger darüber erregt werden, dass die christliche Religion als nichtig erwiesen wurde. Bei jedem Ausgang des Streits würden die Juden immer den Kürzeren ziehen. Aus diesem Grunde waren die Juden fast immer in der Position der Partei, die sich gegen Angriffe verteidigen musste. Die Polemik wurde so zur Apologie der Verteidigung der eigenen Religion. Doch viele solche Disputationen verbargen für die Juden nicht nur Gefahr, sondern hatten auch zugleich etwas zutiefst Trauriges in sich. Denn die christliche Seite wurde bei solchen Disputationen oft durch getaufte Juden vertreten. Dass die Christen zu ihrer Unterstützung greifen mussten, ist leicht zu erklären. Im Mittelpunkt der Dispute stand oft die Interpretation der zahlreichen Stellen in der Bibel und aus dem Talmud. Hier waren die Juden unvergleichlich besser gestellt, weil sie beide Werke im Original lesen konnten. Auch wenn seit dem 16. Jahrhundert auch unter den Christen ein großes Interesse an der hebräischen Sprache erwachte, konnten sich die meisten Christen nicht mit den Juden messen, wenn es darum ging, ein richtiges Verständnis einer talmudischen oder biblischen Stelle zu haben. Da boten die getauften Juden eine große Unterstützung. Die meisten von ihnen haben ja eine jüdische Erziehung erhalten und waren daher in der Lage, auf Augenhöhe mit ihren ehemaligen Glaubensgenossen zu sprechen. Aber was trieb diese getauften Juden? Auf diese Frage ist schwer zu antworten. Manchmal war wohl tatsächlich die innere Überzeugung dahinter. Doch nicht selten haben sich die Juden nach ihrer Taufe viel bessere Chancen auf Vorankommen in der christlichen Gesellschaft erhofft. Manchmal ging der Taufe auch ein Streit innerhalb der Gemeinde voraus. Und oft war von allem etwas dran. Und übrigens, dass die Karrierechancen tatsächlich eine große Rolle spielten, ist aus der einfachen Beobachtung klar zu verstehen. Die allermeisten freiwillig Getauften waren ja Männer, was zu vielen Krisen innerhalb der jüdischen Familien führte. Frauen ließen sich viel seltener taufen. Natürlich mag dahinter auch die Tatsache stehen, dass die Frauen grundsätzlich ein viel tieferes religiöses Gefühl haben als Männer, aber vielleicht bot einfach der Übertritt zum Christentum den Frauen viel weniger Chancen als den Männern. Wie dem auch sei, die getauften Juden traten bei mittelalterlichen Streitgesprächen oft als die Gegner der Juden auf. Dabei waren sie oft dermaßen stark vom religiösen Eifer und einfach Hass gegenüber ihren Gegnern erfüllt, dass ihre Angriffe eine besondere Gefahr für die Juden darstellten. Es hat etwas zutiefst Tragisches, wenn im 16. Jahrhundert der deutsche Humanist Johannes Reuchlin die Juden vor den Angriffen des getauften Juden Johannes Pfefferkorn, der von dem Kaiser dafür plädierte, alle jüdischen Schriften zu konfiszieren und zu verbrennen, in Schutz nehmen musste. Das alles führte dazu, dass sich die Juden mit allen Mitteln versucht haben, den Streitgesprächen mit den Christen zu entziehen. Zuweilen führte das zu manch einer Kuriosität. So wollte beispielsweise der christliche Prediger Peter Schwarz im Jahre 1478 einen öffentlichen Disput mit den Juden in Nürnberg halten. Alles war vorbereitet, die Zuhörer waren schon eingeladen. Das einzige Problem war, keine Juden sind gekommen, um mit Peter zu streiten. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, sich an den Stadtrat zu wenden, mit der Bitte, ihm seinen Sieg über die Juden zu bescheinigen. Diese Bitte wurde entsprochen und die Bescheinigung befindet sich heute noch im Stadtarchiv von Nürnberg. Doch nur selten verlief alles so glimpflich.
So wurden beispielsweise auf den Befehl des franziskanischen Wanderpredigers Johannes Capistrano im Jahre 1453 in Breslau 300 Juden inhaftiert, die zuvor der Hostienschändung beschuldigt wurden. Hostie ist ein kleines Stückchen Brot, das im katholischen Gottesdienst während des Abendmahls verwendet wird. Die geheiligten Hostien werden von den Katholiken verehrt. Eine der verbreiteten falschen Beschuldigungen gegenüber den Juden war im Mittelalter die Hostienschändung. Die Juden wurden beschuldigt, eine Hostie aus der Kirche zu entwenden und zu entweihen. Da eine Hostie nach der katholischen Lehre auch das Leib Christi repräsentiert, wurde dies als die höchste Form der Schändung des Christentums wahrgenommen. Die Breslauer Juden wurden so lange gefoltert, bis sie ihr angebliches Verbrechen, die Hostien entwendet und geschändet zu haben, gestanden. Daraufhin wurden 41 Juden verbrannt, der Rest aus der Stadt vertrieben. Aber zuvor wurden ihnen alle Kinder weggenommen und zwangsgetauft. Solche und ähnliche Geschichten haben sich vielfach wiederholt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass viele Gespräche zwischen Christen und Juden durchaus friedlich verlaufen sind. Wenn die Seiten tatsächlich daran interessiert waren, die Grundsätze ihres Glaubens der Prüfung durch die Logik, Überzeugung und Rhetorik zu unterziehen, konnten die Gespräche durchaus besonnen und freundlich verlaufen. Sowohl von der christlichen als auch von der jüdischen Seite wurden sehr viele Werke verfasst, die als Anleitung zu solchen Diskussionen dienen sollten. In diesen Werken finden sich Argumente, die man einbringen konnte, um die gegnerische Seite zu widerlegen. Allerdings sind solche Anleitungen mit gewisser Vorsicht zu genießen, weil sie nicht selten ausschließlich für den inneren Gebrauch verfasst wurden. Sie dienten nicht nur dazu, die gegnerische Seite zu widerlegen, sondern auch die eigenen Glaubensgenossen in ihrem Glauben zu stärken. Erstaunlicherweise hatte aber der Religionsdisput auch eine andere Komponente. Durch die Notwendigkeit, die Angriffe des Gegners zu widerlegen, mussten die Seiten einander besser kennenlernen, um auf die gegnerischen Argumente genauer und schärfer eingehen zu können. Der Streit konnte so auch dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Das Streben der Juden, auf die Position ihrer Streitgegner gezielt einzugehen, führte dazu, dass die Juden sich mit den Grundlagen des Christentums auseinandersetzen mussten, seine Werke und seine Traditionen kennenlernen. So finden sich beispielsweise die ersten Übersetzungen und Ausschnitte aus dem Neuen Testament gerade in solchen polemischen Werken, die gegen die Christen verfasst wurden. Aber auch die Christen, sofern sie nicht von Judenfeindschaft und Hass getrieben wurden, mussten das Judentum besser kennenlernen, um mit den Juden disputieren zu können. So entfaltet sich auch die positive Seite des Streitgesprächs. Fassen wir kurz zusammen. Das Gespräch zwischen dem Judentum und dem Christentum besteht seit den Anfängen des Christentums. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen ursprünglich die Unterschiede zwischen den beiden Religionen. Im Mittelalter erreichten die Dispute sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als auch hinsichtlich ihrer Intensität und Schärfe den Höhepunkt. Die Disputationen wurden meist von der christlichen Seite initiiert und dienten auch dazu, die Unterdrückung, Verfolgung und Zwangstaufe der Juden zu rechtfertigen. Die religiösen Fragen blieben wichtig, aber sie standen oft im Hintergrund. Die Position der Juden war bei solchen Streitgesprächen meist schwächer als die der Christen. Nicht, weil ihre Argumente schwach waren, sondern weil sie ihre Meinung nicht frei sagen durften. In jenen seltenen Fällen, wo ein Gespräch auf ebenbürtiger Basis geführt wurde, konnte die jüdische Seite auch den Sieg davontragen. Und trotz aller Differenzen, die durch solche Gespräche entfacht wurden, dienten sie auch dem gegenseitigen Kennenlernen der beiden Religionen.
In der heutigen Zeit ist viel vom interreligiösen Gespräch die Rede. Es wäre aber falsch zu behaupten, dass ein solches Gespräch allein das Ergebnis der tragischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts sei. In vielerlei Hinsicht hat der interreligiöse Dialog seinen Ursprung in dem mittelalterlichen Religionsdisput, als dessen Weiterführung und Überwindung. Vielleicht den treffendsten Ausdruck findet dieses zugleich alte und neue Gespräch in der im Jahre 2015 auf dem Campus der katholischen St. John's University in Philadelphia enthüllten Plastik von Joshua Kaufmann. Sie trägt den Titel Synagoga and Ecclesia in Our Time. Damit verweist sie einerseits auf die mittelalterliche Gegenüberstellung von Synagoge und Ecclesia, andererseits aber auf die ersten Worte der im Jahre 1965, 50 Jahre genau vor der Enthüllung dieser Statue, vom Papst Paul VI. Verabschiedeten Erklärung Nostra Aetate, in unserer Zeit. Darin wagte die katholische Kirche zum ersten Mal seit dem Mittelalter ihr Verhältnis zu anderen Religionen und in erster Linie zum Judentum neu zu definieren. In dieser Erklärung spricht die Kirche die Juden von der Ermordung von Jesus frei. Ja, als ob das nicht von Anfang an klar gewesen wäre. Aber sie bestätigt zugleich, dass die Juden weiterhin von Gott geliebt würden und vor allem verurteilt sie jegliche Form der religiösen Judenfeindlichkeit. Diese neue Phase im christlich-jüdischen Dialog stellt nun die Plastik von Joshua Kaufmann dar. Wir sehen hier die beiden jungen Damen, die uns auf den Portalen der Kathedralen in Europa begegnen. Nur hier sind die meisten Unterschiede nicht mehr da. Die beiden Frauen erscheinen vielmehr als Zwillinge. Beide sitzen, beide tragen Kronen. Der Unterschied liegt lediglich darin, dass eine der Frauen, das ist die Synagoge, eine Tora-Rolle in den Händen hält, die andere, Ecclesia, ein Buch. Die Synagoge blickt auf das Buch, die Ecclesia auf die Rolle. Im Gegensatz zur Stummheit der mittelalterlichen Statuen sind die beiden modernen Figuren wesentlich dynamischer. Nicht mehr der Sieg, das Gespräch steht hier im Mittelpunkt. Jede Frau hält am Symbol ihres Glaubens und damit auch an ihrem Glauben fest. Und das Gespräch geht weiter.